Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kuschel und in diesem Video erkläre ich euch, was es mit dem Ende von Blood of the Dead auf sich hat. Für alle, die die Cutscene schon gesehen haben, ihr wisst ja bereits, wie heftig diese ist. Und ich muss sagen, ich war persönlich etwas geschockt. Naja, nicht nur etwas, ich war richtig geschockt, nachdem ich sie live im Stream gesehen hatte. Natürlich stellt sich aber jetzt die Frage, was da eigentlich genau passiert ist. Für alle, die die Cutscene noch nicht gesehen haben, ich lasse sie nun eben laufen, Englisch mit deutschen Untertiteln, weil ich das Spiel ja nur auf Englisch habe. Dementsprechend ist hier natürlich Spoiler Alert angesagt. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von dieser Cutscene haltet. Listen to how the spirits sing. They are free of this realm. Ain't that swell? Does that mean we win? I would be greatly relieved if that were so. I am in no hurry to ensnare my mortal soul. That will not be necessary, Nikolai. The future has changed. Read it. Learn of your true calling. You must keep your soul. It will be needed to defeat Dr. Monty. Who? Hello? Hello? I am still here. My God. What have I done? I honestly thought you were going to let me bleed to death. It was so sad. The cycle is broken, Herr Doctor. As such, insurance policies are no longer needed. I wish I could tell you I was sorry, Edward, but I'm not. No! No, you can't help me! You're a doctor! Wait! Don't you know who I am? I have been witness to miracles and calamities! Dimensions born and collapse! I walk a path no other can take! No! I want to be me. Someone who did all the hard work! I wanted to keep going. This is me. My sights is hard. You won't even remember. Ja, Leute, dieses Ende ist einfach mal richtig krass und ich muss sagen, dass auch wenn Richthofen nur ein Videospielcharakter ist, das Ende hat mich schon etwas mitgenommen. Überlegt mal, World at War, Zombie-Modus hat damals angefangen mit vier Charakteren auf Nacht der Untoten, die nicht mal irgendwelche Namen hatten. Und das alles hat sich erst nach und nach einfach mit dem Story-Modus im Black Ops 3 halt einfach entwickelt. Und das ist schon wirklich herzzerreißend, wie Richthofen hier am Ende einfach alleine schmerzhaft stirbt, meiner Meinung nach. Aber was genau hat jetzt der andere Richthofen hier nun zu suchen und was ist hier eigentlich passiert? Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an und versuchen das Ganze etwas zu erklären. Alle, die schon seit World at War oder Black Ops 1 spielen oder alle, die sich viel mit der Story
bei zum Beispiel Black Ops 3 beschäftigt haben oder auch bei Black Ops 2, wissen, dass es viele verschiedene Versionen von Richthofen gibt. Es gibt unseren Nazi-Richthofen, der ziemlich böse ist, würde ich sagen, aber auch wirklich unterhaltsam, wenn man spielt. Den guten Richthofen, Primus und so weiter und so weiter. Und nun haben wir hier einen weiteren Richthofen. Das ist wohl der Original Primus Richthofen, aber welcher Richthofen ist nun Primus Richthofen? Ihr wisst, es gibt verschiedene Dimensionen und verschiedene Crews. Also wir haben zum Beispiel hier die Victus Crew, das sind die Leute um Misty zum Beispiel rum von Black Ops 2. Dann haben wir Ultimus Crew, das sind unsere alten Charaktere, also Nikolai, Dempsey, Richthofen und Takio, die aus Black Ops 1. Und die Primus Crew ist die zum Beispiel aus Black Ops 3, als sich die Story halt von Origins dann anders bewegt hat. Den Richthofen, den wir jetzt hier am Ende sehen, der eben nicht in der Maschine ist, das ist der Richthofen, den wir zum Ende von Revelations sehen. Wenn ihr euch an das Ende von Revelations erinnert, dort sehen wir am Ende die vier Helden, die gerade den Great War, also diesen großen Krieg gewonnen haben. Diesen Krieg gegen die Apothecans wurde uns ja durch das ganze Black Ops 3 Spiel immer wieder geteased, unter anderem mit zum Beispiel Zeichnungen an der Wand im Packer-Punch-Raum von zum Beispiel Shadows of Evil. Oder erinnert euch an die großen Statuen zum Beispiel auf Revelations. Eben dieser Primus-Richthofen war in einen dieser Kälteschlafkapseln enthalten. Wenn ihr euch erinnert, am Anfang der Karte seht ihr die Victus-Crew in den Kapseln im Starterraum. Also Misty, Marlon, Stuhlinger und Rossman aus Black Ops 2. Wenn ihr alle Kugeln aus dem Easter Egg eben einsetzt, dann öffnet sich dahinter eine weitere Kapsel, in der wohl dieser Richthofen im Kälteschlaf war. Dieser kommt ja dann zum Kampf hinzu und besiegt alles Böse hier mit einem roten Stein. Was dieser Stein genau ist und woher er kommt, wissen wir zum Zeitpunkt noch nicht sicher. Es wird gemunkelt, dass es der Stein vom Feuerstab aus Origins ist, aber es gibt bisher noch keinen Beweis dafür. Am Ende der Cutscene sehen wir übrigens die Karte in Schwarz-Weiß. Das ist nicht unbedingt so gehalten, weil Richthofen am Ende stirbt. Nein, diese Dimension stirbt und damit wird sie schwarz-weiß eingeblendet. Wenn man der Black Ops 3 Storyline nun folgt, dann teleportieren sich die vier Charaktere nun eigentlich zu Goro Krovi, ohne dass Richthofen stirbt. Blood of the Dead spielt also zwischen Setsubo no Shima und Goro Krovi. Ihr wisst, am Ende von Setsubo no Shima heißt es, sie müssen noch woanders hin, bevor sie Nikolais anderes Ich dann töten können auf Goro Krovi. Dort sind sie dann eben nach Setsubo no Shima zu Blood of the Dead gereist, um sich diese Blutproben zu holen. Im Black Ops 3 Verlauf töten sie dann den alten Nikolai und danach geht es mit Revelations weiter. Nun haben wir aber ein Problem, denn dieser Kreis ist nun gebrochen worden, also dieser Zeitstrahl. Denn als die vier eben nach Blood of the Dead, aka Mob of the Dead, gereist sind, um sich eben die Blutproben zu holen, wurde Richthofen nun von sich selber aus einer anderen Dimension getötet. Und vor allem sagt der neue Richthofen hier auch zu Nikolai, dass er das Chronodium nun lesen muss, er der Schlüssel sei und er muss dann wissen, was er zu tun hat. Sehr, sehr interessant in dem Zusammenhang ist aber auch, dass der Post-Revelations-Richthofen, also der aus der Kältekapsel, sagt, dass sie Dr. Monty aufhalten müssen. Warum aber das? Zu Black Ops 3 Zeiten wurde ja immer gemunkelt, ob Dr. Monty jetzt böse ist. Und am Ende stellte sich heraus, dass der Schattenmann der Gegenspieler war und Dr. Monty gut war und versucht hat, die Dimension einfach zu retten. Und in der Black Ops 3 Story haben wir ja versucht, ihm zu helfen und mit ihm eben zusammenzuarbeiten. Nun sieht es aber so aus, als wäre Dr. Monty derjenige, gegen den wir in Black Ops 4 spielen müssen. Und dementsprechend stimmen dann alle diese Gerüchte um Dr. Monty als Bösewicht eben doch. Es gab immer wieder kleine Dinge, die darauf hingedeutet haben. Zum Beispiel ein Zitat des Schattenmanns auf Black Ops 3, in dem er Dr. Monty als den Teufel bezeichnete. Oder dass seine Kaugummiautomaten zum Beispiel rote Augen hatten. Aber mit Revelations Cutscene dachten wir alle nicht mehr daran, was sich die Story eben anders entwickelt hatte. Sogar ich habe vor über 2 Jahren, im Juli 2016, ein Video zu dem Thema hochgeladen, in dem ich darüber spreche, dass es Hinweise dazu gibt, dass Dr. Monty eigentlich böse ist. In dem Sinne werden wir wohl mit den kommenden DLC-Karten sehen, was mit Dr. Monty genau passieren wird und was oder wer er eigentlich ist. Zurück aber zu den Geschehnissen in der Cutscene. Unser eigentlicher Richthofen stirbt ja auf ziemlich brutale Art und Weise, weil ihm das Blut eben ausgesaugt wird. Habt ihr aber alle verstanden, warum er in diesem Stuhl von Beginn an war? Wenn nicht, hier eine kleine Zusammenfassung.
Der Wärter von Blood of the Dead wollte Richthofens Blut benutzen, um von Alcatraz zu entkommen. Aber warum ist Richthofens Blut so stark bzw. so besonders? Sein Blut enthält viel vom Äther und kann aus dem Grund für viele verschiedene Dinge verwendet werden. Richthofen geht freiwillig in die Maschine, um mit der Kraft seines Blutes den anderen Post-Revelations Richthofen aus dem Kälteschlaf erwachen zu lassen. Er weiß wohl wissend, dass er sterben könnte, aber er denkt eigentlich, dass ihm noch geholfen wird. Er geht halt in diese Maschine rein, wie gesagt, weil er auch weiß, dass sein Blut die Kraft hat, andere Portale zu öffnen, was wir zum Beispiel aus einem Maxis-Zitat wissen, dass man an einem Radio abspielen lassen kann. Ruft euch diese Cutscene nochmal ins Gedächtnis. Und jetzt ruft euch nochmal die Cutscene ins Gedächtnis, die ihr am Anfang dieser Karte seht. Richthofen kommt durchs Portal und erfährt vor seinem anderen Ich, dass alles nun anders ist. Wahrscheinlich wusste er dort schon, dass er sich am Ende an der Maschine opfern muss. Mein Gott! You cannot possibly expect me to let this happen! Der Grund, warum Richthofen hier an der Maschine so verzweifelt ist, ist, weil er so sehr für das Gute gekämpft hat. Er hat versucht, das Böse aufzuhalten und obwohl er durch die Blutproben versucht hat, sich und seine Freunde zu versichern, damit sie eben weiter existieren, auch wenn sie in einem anderen Universum sterben, hat das alles nichts gebracht und er muss trotzdem am Ende sterben. Aus dem Grund zerstört Post-Revelations Richthofen auch die Blutproben hier in der Szene, damit der Kreis auch wirklich endlich durchbrochen werden kann. Denn mit diesen Blutproben würden sie alle einfach wieder nach Gorokrovi jetzt weitergehen und danach nach Revelations und am Ende von Revelations wieder am Anfang anfangen, weil Monty sie dorthin ja zurückschickt. Damit würde der Kreis immer wieder von vorne beginnen. Und aus dem Grund zerstört der Post-Revelations Richthofen, eben dieser Typ, der aus dem Kälteschlaf kam, die Blutproben, um endlich ein Ende zu finden. Die Risse bzw. Portale, die wir am Ende der Szene sehen, sind also nur entstanden, weil Richthofen so viel Blut entnommen wurde und nur dadurch können nun alle überhaupt von hier verschwinden. Wohin die vier nun aber gehen, wissen wir nicht. Es sieht so aus, als würden alle vier Charaktere einen anderen Teleporter nehmen, aber das kann auch einfach zum Beispiel ein visueller Effekt sein. Eine große Möglichkeit ist, dass es nur mit Classified weitergeht, also dem 5 Remake. Das Haupt-Easter Egg bzw. das Ende von Classified wurde bisher noch nicht gefunden, zumindest zum Zeitpunkt des Uploads dieses Videos noch nicht. Und es ist in aller Munde, dass es dort noch ein Easter Egg eben gibt und es eine Szene am Ende geben soll. Eventuell hat dieses Ende dann sehr viel mit Blood of the Dead zu tun, aber wie gesagt, wir müssen das eventuelle Easter Egg auf Classified erstmal finden. Wenn wir es gefunden haben, dann sehen wir mal, wie viel hier eigentlich stimmt, was wir jetzt nach Blood of the Dead so denken. Kommen wir nun aber noch zu einer Theorie, die derzeit kursiert. Und zwar wird von vielen behauptet, dass Richthofen eigentlich gar nicht gestorben ist. Das Ganze hat mit einer Narbe auf seiner Wange zu tun, welche er zum Beispiel auf Revelations hat, oder man sieht sie auch auf der Eisendrache. Auf The Giant ist diese Narbe noch nicht auf der Wange, wenn ihr die Cutscene am Anfang anguckt. Nun wird aber von vielen Leuten behauptet, dass der Richthofen, der im Stuhl gestorben ist, gar nicht unser Black Ops 3 Richthofen ist. Eben aus dem Grund, weil dieser diese Narbe nicht auf der Wange hatte. Das heißt, es muss sich dabei um einen anderen Richthofen handeln, eventuell wieder aus einer anderen Dimension, aber wer das genau sein soll, wissen wir nicht. So sehr ich diese Theorie auch glauben möchte, gibt es mit dieser Theorie aber ein Problem. In der Anfangsszene von Blood of the Dead hat keiner der beiden Richthofen eine Narbe auf der Wange. Das macht aber keinen Sinn, denn der Eisendrache spielt vor Blood of the Dead. Und in der Eisendrache hatte er diese Narbe schon, also wo ist jetzt die Narbe hin? Komischerweise, wenn man im Spiel aber dann Richthofen ansieht, hat dieser wieder eine Narbe auf der Wange. Aber am Ende, wenn er stirbt, ist sie wieder verschwunden. Post-Revelations Richthofen hat die Narbe wieder. Ist also Post-Revelations Richthofen aus der Kapsel unser Black Ops 3 Richthofen und der Richthofen, der stirbt, nur irgendein Richthofen aus einer anderen Dimension? Leider sieht es aber so aus, als wäre diese Namentheorie aber gar nicht richtig und ist einfach nur frei erfunden. Denn in Origins Black Ops 2 hat Richthofen wieder die Narbe auf der Wange. Und wenn man The Giant spielt, dann ebenfalls. Und das macht das Ganze storymäßig, wenn man sich die ganzen Cutscenes anguckt, die ganzen Intro-Szenen anguckt, einfach keinen Sinn mehr. Leider sieht es wohl im Moment so aus, dass diese Narben einfach kosmetische Texturen sind, die von den Spieleentwicklern mal hinzugefügt wurden und mal weggelassen wurden, ohne sich wohl etwas dabei zu denken bzw. mehr darüber nachzudenken. Viele wollen einfach nicht akzeptieren, dass Richthofen hier gestorben ist und versuchen halt aus kleinen Dingen eventuell was Größeres herauszureden.
Aber mit allen Beweisen, die wir momentan haben, hat sich unser Richthofen hier am Ende einfach geopfert. Ja, was denkt ihr, was ist eigentlich hier genau passiert? Ist Richthofen wirklich tot? Denkt ihr, dass es ein Texturfehler ist? Denkt ihr, dass Triarch einfach nicht nachgedacht hat? Oder denkt ihr, es ist doch möglich? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Dankeschön fürs Gucken und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.